Sarah Engels, die 31-jährige ehemalige Gewinnerin von The Masked Singer, wollte eigentlich nur ihrem Instagram-Follower einen fröhlichen Nikolaus wünschen. Doch der unschuldige Fotobeitrag gerät zum Auslöser heftiger Läster ein, und selbst ihr Ehemann Julian, 30, bleibt nicht verschont. Sarah hat eine beeindruckende Fähigkeit entwickelt, ihre Social-Media-Beiträge so zu gestalten, dass sie polarisieren, ein Talent, das spätestens seit der berühmten Softporno-Knutsch-Ära mit Julian im Regen von Bali bekannt ist. In ihrem neuesten Beitrag teilt die Ex-Frau von der SDS Juro Pietro Lombardi, 31, erneut einen ihrer berühmt-berüchtigten Ich bin so dankbar für mein Leben Posts auf ihrem Kanal. Dabei posiert sie einmal mehr mit ihrem Lieblingsaccessoire, Julian. Im Partnerlook mit Weihnachtspullovern kuscheln die beiden liebevoll unter einer gemeinsamen Decke und präsentieren dabei allerlei kitschige Utensilien. Das klischeehafte Rentiergeweih auf Sarahs Kopf darf natürlich nicht fehlen. Doch bei so viel gestellter Harmonie bleibt bei einigen Betrachtern kein Auge trocken, und spontane Würgereize werden ausgelöst. Die Bilderserie besteht aus 3 Aufnahmen und wurde von einer professionellen Fotografin angefertigt. Ich habe bereits mein größtes Nikolausgeschenk und bin dankbar für jeden einzelnen Moment mit dir. Ich liebe die Weihnachtszeit mit der Familie. Vor allem seit ich Mama bin, liebe ich diese Zeit umso mehr, schreibt die Zweifachmama zu ihrem Beitrag. Doch die Lästerattacken in der Kommentarspalte lassen nicht lange auf sich warten. Eine Userin bemerkt sarkastisch: Schatz, lass mal eben die Weihnachtspullover anziehen und ein gestelltes Bild machen, damit alle sehen, wie glücklich und stolz wir sind. Ein Detail scheint die Fans der 31-Jährigen besonders zu stören. Immer dasselbe künstliche Lachen ist mehrfach unter dem Beitrag zu lesen. Tatsächlich ist Sarahs weit aufgerissener Mund mittlerweile zu einem Stilmittel in vielen ihrer Posts geworden. Selbst Ehemann Julian gerät ins Visier und wird als Hampelmann und Accessoire beschimpft, der sich in Sarahs Schatten ein laues Leben macht. Mit solchen Unterstellungen hat der Ex-Kicker jedoch schon mehrmals zu kämpfen gehabt. Einige positive Fanreaktionen finden sich dennoch unter dem Happy Nikolaus Posting: Ihr seid ein tolles Paar oder lasst euch von der neiderfüllten Gesellschaft nicht eure Liebe vermiesen, lauten 2 aufmunternde Kommentare.